willkommen zurück zu einer neuen Folge hier zum Fernbus-Simulator, wieder hier auf Microdraser TV. Ich bin's natürlich, euer Bio, und begrüße euch. Schön, dass ihr wieder einschaltet und ihr wissen wollt, wie lange wir denn so brauchen nach Berlin. Und ja, ich bin am überlegen, ob wir den Fernbus-Simulator nach dieser Fahrt jetzt hier praktisch weiterspielen oder nicht, weil ich muss gestehen, sie haben daran gearbeitet. Es macht deutlich mehr Spaß als noch in den ersten, zum Release, sage ich jetzt mal, weil wir, da haben wir ja nur gespielt gehabt zum Release, danach haben wir eigentlich, glaube ich, nie wieder angefasst. Finde ich das bis dato gar nicht schlecht. Ich würde gerne noch eine Verbindung fahren wollen, dann aber auch mal tagsüber, vielleicht nicht im Dunkeln. Berlin-Kassel zum Beispiel. Das wäre vielleicht noch eine Fahrt, die würde ich auch nochmal machen wollen. Denn Kassel ist ja neu dazugekommen. Gab es ja zum Release ja noch gar nicht. Und ich glaube, das mache ich auch noch. Ja, bin ich gespannt. Also das werden wir auf jeden Fall noch machen. Aber dann, wie gesagt, fahren wir mal tagsüber, damit wir uns nochmal die Grafik angucken können. Weil sonst würde ich sagen, belassen wir es dabei. Wenn ihr natürlich andere Wünsche habt, ja, dann schreibt ihr mir das einfach und dann können wir mal gucken, ob wir dann einfach noch ein bisschen mehr machen. Denn so wie gesagt, aktuell ist er definitiv spielbar. Also es macht auf jeden Fall mehr Spaß. Ich weiß noch, zum Release KI ganz furchtbar, ganz schlimm. Das fand ich nicht gut. Das ganze Fahrverhalten war einfach total komisch gewesen, total schwammig alles. Und das einzige Problem, was ich hier wirklich habe, ist das mit meinem Lenkrad. Wenn ich das Spiel starte, erkennt er manchmal mein Lenkrad einfach nicht. Da musst du das Spiel 20.000 Mal neu starten und erst dann irgendwann erkennt er mein Lenkrad. Das finde ich ein bisschen, ja, nicht gut. Nicht gut. Ui. Aber so ist er jetzt definitiv spielbar. Und es halt wirklich nicht viele Simulationen gibt, die auf der Unreal Engine arbeiten. Ich die Engine schon sehr mag. Müsste sie mal wahrscheinlich mal selber mal angucken. Sagt, ich selbst arbeite ja nur mit der, wie ist die jetzt? Unity Engine. Die ist halt nicht so prickelnd, muss man mal gestehen. So, ist der Frankfurt Airport. Also wir sind gleich da. Mit anderen Worten, in der Folge sollten wir unseren Umstieg machen. Aber zum Bus-Simulator 16 ist auch nicht mehr viel passiert, oder? Außer, dass da noch ein neuer DLC irgendwie erschienen ist. Diese O2-Busse da, die ja dazugekommen sind. Diese schadstoffarmen Busse. Aber hat sich da bis dato auch nicht mehr passiert. Also wie gesagt, der Bus-Simulator, der soll halt noch besser werden. Auch da soll es irgendwie meiner Meinung nach möglich sein, dass du jetzt so mit mehreren Leuten auf einer Karte spielen kann. Leute, die man dann auch sieht, also nicht so wie bei dem Bus-Simulator jetzt, wo es ja halt wirklich nur das Wirtschaftssystem ist. Ja, werden wir da mal gucken. Also wie gesagt, es macht einen Aufschwung. Jetzt muss natürlich nur, müssen die Spiele natürlich auch brauchbar sein, ne? Und ja, nicht nur für 2-3 Stunden, sondern die sollten dann auch eine Motivation haben, die dann schon deutlich länger einfach mal auch anhält. Das wäre schon mal ein ganz wichtiger Punkt, um das halt dementsprechend auch so umzusetzen. Ich würde mich natürlich freuen, wenn das so ist, ja, weil wir spielen ja doch Simulationen relativ gerne, also sehr, sehr gerne schon. Aber die Spiele, die so in den letzten Jahren so erschienen sind, der Großteil auf jeden Fall, waren alles andere als gut, wenn man das einfach mal so sagen darf.
Deswegen sind wir mal gespannt, was da passiert in den nächsten Jahren, in den nächsten Monaten, nächsten Jahr. Bis jetzt haben sie Der Bus kippt gleich um. all meine Spiele verschoben. Ganz typisch. Also, ich hoffe ja, dass ich eventuell eins meiner wichtigsten Spiele eventuell dort treffe. Und wer hier schon eine längere Zeit hier bei uns auf dem Kanal ist, der weiß, dass ich ein riesengroßer Ni no Kuni-Fan bin. Und dieses Spiel, den zweiten Teil dort nochmal zu sehen, eventuell vielleicht auch schon mal Probe zu spielen, das wäre der absolute Hammer. Aber daran glaube ich nicht. So, Frankfurt am Main. Dann kommt eine Baustelle, wo wir wahrscheinlich rausfahren müssen. So, jetzt ist schon wieder Gelände, ne? Oh ne, doch nicht. Wir müssen geradeaus weiterfahren. Wollen nicht zurück auf die Autobahn, sondern, wie gesagt, dort steigen wir jetzt um. Und es könnte fast hinkommen, so mit der Uhrzeit. Werden wir denn auch echt lange da rumstehen? Wie gesagt, 1,5 Stunden hier mitten in der Nacht. Der Bus, der fährt irgendwas mit 2:30 irgendwie so los wieder. Und die Frage ist, was machst du denn hier nachts? Hier wird ja wohl alles zu sein. Sogar McDonald's hat nicht mehr offen. Also sollst du da denn 2 Stunden an diesem Busbahnhof da warten? Oh Gott, deswegen. Gerade so ein Ort, wo du dich auch nicht auskennst. Ist wahrscheinlich dann auch noch irgendwo eine Pampa, verstehst du, wo dann sowieso nichts ist. Das wäre natürlich absolutes Highlight, denn. So, wir haben Vorfahrt. Wie gesagt, so müsst ihr euch dann praktisch den Citybus-Simulator vorstellen, also den The Bus, den neuen. Fahrt ihr dann auch hier praktisch so. Genau so müsst ihr das vorstellen, nur dass ihr halt hier mit einem Linienbus fahrt und nicht mit einem Reisebus. Wollte gerade hupen. Müssen eh abbiegen, sehe ich gerade. Ah, sieht aber schon ein bisschen größer aus. Sieht aus wie großer deutscher Bahnhof. Also da sollte dann doch vielleicht dann was sein, so zum Fressen oder sowas. Mitternachtssnack praktisch. Hab mir auch schon alles auf meine Tablets fertig geladen, sodass das auch alles ja, relativ schnell geht, dass wir da auch was gucken können und daddeln können und ja, also die Fahrt wird auf jeden Fall sehr interessant. Einzige, was halt, wo ich wirklich mängeln muss, sind halt diese wenigen Pausen. Und wer uns da, wie gesagt, halt auch da schon eine Weile zuguckt, der weiß auch, warum das so ist. Ich, dass da jetzt nicht so ein großer Fan von bin, dass wir da jetzt so stundenlang durchfahren. Aber was muss, das muss, ne? Nächstes Jahr wird es auf jeden Fall anders, da werden wir fliegen. Und wie gesagt, da das ja dann halt nicht nur auf einen Tag begrenzt ist, sondern wir an ja, 2 verschiedenen Tagen fliegen,
dürfte der Flug eventuell auch ein bisschen günstiger sein. Wenn man das ja sowieso schon alles im Voraus plant, dann halt eventuell ja sowieso. Deutsche Bahn haben auch schon geguckt, also kostet deutlich mehr als Fliegen. Weiß auch nicht warum. Null Uhr ist Ankunft. Oh, sieht ganz gut soweit aus. Halbe Stunde haben wir jetzt noch. Mal gucken, ob wir die brauchen. Wir müssen nur noch einmal drehen. Und da ist nämlich der... Ja, das wäre aber cool. Wenn das wirklich da ist, hast du hier eine extrem große Halle. Und ich denke mal, da wird auch irgendwas sein, hoffentlich. Doch, ich muss sagen... Also der Bus fährt sich deutlich besser als der Neoplan und dadurch fühlt sich das ganze Spiel irgendwie auch ein bisschen runder an. Was ich mir echt vorstellen könnte, dass man den hier wirklich weiterspielt. Also ich weiß noch, zum Anfang kannst du echt knicken. Aber das ist bei TMS Studios immer so, die ersten Spiele, die rauskommen, die sind halt wirklich, naja... nicht zu gebrauchen. Aber denn, wenn dann ein Update praktisch nach dem anderen rauskommt, dann geht das schon. So, dann machen wir 0.40 Uhr ja schon wieder Pause. Also die Ampelschaltung hätten sie ein bisschen länger machen können. Das ist ja der Wahnsinn, wie oft wir hier an roter Ampeln stehen. Tidim, 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 tidim. Flixbus. Ja, so viel dazu. Schon ein anderer Flixbus Frankfurt freigeschaltet. So. Gut, lass mal die Leute hier einchecken. Auf geht's. Mahlzeit, danke. Salut. Fahren Sie in meine Richtung. Hallo, ist das gültig? Danke sehr. Moin, Sie wollen bestimmt mein Ticket sehen. Oh, Verzeihung. Das ist Hallo? Gar nicht mein Bus. Bitte sehr. Danke. Mahlzeit, ist das gültig? Dankeschön. So. Ciao, ich hoffe, ich bin hier richtig. Cool. Salut. Ich hoffe, ich bin hier richtig sehr freundlich. Grüezi, bitte sehr. Grüezi mit einer Hand. Grüezi. Hier, mein Ticket. Grüezi. Danke sehr. Hello. Hier, mein Ticket. Danke. So. Ciao, das Ticket, bitteschön. Cool. Okay. Guten Tag, das Ticket, bitteschön. Sehr freundlich. So, haben wir alle. Schauen wir mal in unserem schlauen Büchlein nach. Passt sehr gut. So, Abfahrt ist 02. So, wenn wir mal die Zeit ein bisschen vorspulen. Und da sind wir wieder. Wie gesagt, hier machen wir dann Pause. Ja, aber eigentlich müsste doch hier irgendwas sein. Nicht, dass das bloß so ein Einkaufsmall ist. Wahrscheinlich schon, ne? Man merkt, ich habe keine Ahnung davon. Ich würde aber sagen, in der nächsten Folge fahren wir hier weiter.
Würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Bedanke mich ganz herzlich bei euch. Sage euch schon Tschüss und hoffentlich wieder bis zum nächsten Mal.